Der Porsche Panamera GTS. Was ist der? Limousine? Familienkutsche? Sportwagen? Oder sogar Rennstreckenspezialist? Fragen, auf die die schnelle Runde auf dem Flugplatz Mendig eine Antwort geben muss. Im Sport-Plus-Modus mutiert der Panamera. Deaktiviert man zudem das Stabilisierungssystem PSM, versucht das Dickschiff, die Gesetze der Physik gar außer Kraft zu setzen. Die adaptive Luftfederung senkt das Fahrzeug ab und schaltet auf eine härtere Federrate. Auch der Anstellwinkel des vierstufigen Heckspoilers ändert sich auf die performanceorientierte Stellung. Ich bin bis jetzt auf Komfort gefahren, jetzt habe ich mal auf die maximale Dynamik gestellt und ja, du merkst es, das Auto rollt weniger und auch der mechanische Grip verbessert sich definitiv. Das ist etwas, was ich bei vielen Autos bemängle. Die haben zwar adaptive Dämpfer drin, einstellbar, du stellst die ein, aber du hast keinen Performance-Vorteil. Und das ist auch wieder so ein Gimmick, ja. Also wenn sie etwas verbauen, dann muss es auch etwas bringen. Es ist nicht einfach nur, dass man sagt, nice to have, wir bauen es mal ein, damit man es dem Nachbarn sagen kann, hören Sie, ich habe auch ein adaptives Fahrwerk. Nee, Fahrwerk funktioniert. Mensch und Maschine bereit für die schnelle Runde. Fastlap. Sein Gegner ist die Zeit. Ganz klar, das ist kein Sportwagen im klassischen Sinne. Ich würde es gerne Sportwagen-Limousine nennen. Ja? Ist ja eine Limousine, ist ein Familienauto. Da kann ich mit 4 Leuten fahren, Gepäck einladen. Aber immer wieder faszinierend, du fährst mit dem Auto los, du beschleunigst, du kommst auf die erste Ecke zu, bremst an und hast in allem, was du dann tust, einfach ein richtig gutes Auto. Der Porsche Panamera GTS. Eine echte Überraschung auf dem Rundkurs in Mendig. Er setzt von nun an die Maßstäbe für alle schnellen Limousinen. Gehüllt in unschuldiges Weiß kann der AMG zunächst kein Wasser trüben. Die Außenhaut der E-Klasse macht viel mehr auf Bürohengst als auf Sondereinsatzkommando.